Joachim Jambys Tochter Helena hat selbst entschieden, wann sie in der Öffentlichkeit tritt. Wagt sie jetzt den nächsten Schritt, aufs Let's Dance Parkett? Er gehört quasi zum Inventar bei Let's Dance. Schon seit der ersten Staffel im Jahr 2006 gehört Joachim Jambi, 59, zur Jury der RTL-Tanzshow. Und auch wenn es immer mal wieder Kritik von einigen Fans aufgrund seiner aus ihrer Sicht zu strengen Bewertungen gibt, für die meisten von ihnen ist Joachim Jambi nicht aus der Sendung wegzudenken. Helena Jambi, Let's Dance als nächster Karriereschritt? Vor rund drei Monaten zeigte sich der Juryboss erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit mit seiner Tochter Helena, 19. Als Moderationsduo führten die beiden durch die Meißner Ballnacht, ein Gala-Event in der sächsischen Stadt Meißen nahe Dresden. Helena Jambi zeigt sich seitdem immer wieder gerne in der Öffentlichkeit. Sie hat beispielsweise einige Events zusammen mit ihrem Vater moderiert. Vor diesem Hintergrund könnte man eine Teilnahme an Let's Dance als möglichen Karriereschritt betrachten, ein Thema, das Helena Jambi und ihr bekannter Vater nun in einem Interview gemeinsam erörtert haben. Ich habe nie richtig tanzen gelernt. Ich kann nur die Grundschritte vom Disco Fox, erklärt der Jambi-Sprössling gegenüber Bild.de. Abgeneigt ist sie aber offensichtlich trotzdem nicht. Natürlich habe ich mir schon mal vorgestellt, wie es wäre, bei Let's Dance zu tanzen. Und ich könnte es mir auch weiterhin vorstellen. Ob Joachim Jambi als Juror dann nicht befangen wäre? Er meint, man ist immer irgendwie befangen. Es wäre ja auch falsch, das nicht zu sein. Wir sind Menschen und urteilen über Menschen. So habe ja auch schon Oti Mabuse, 33, die Schwester von Jurorin Mozi Mabuse, 43, bei der Show mitgemacht. Allerdings als Profitänzerin, und wir bewerten ja eigentlich nur die Prominenten. Aber vielleicht sitzt der Vater irgendwann auch nicht mehr als Juror bei Let's Dance. Dann hätte Helena es einfacher, so ein lachender Joachim Jambi. Seiner Tochter würde er eine Teilnahme an dem Format gönnen, aber vielleicht wirklich lieber, wenn ich nicht mehr dort sitze. Let's Dance. Helena Jambi hat sich ausprobiert. In dem Gespräch betonte Helena Jambi außerdem, dass es nicht immer ihr Plan gewesen sei, ihrem Vater in die Öffentlichkeit zu folgen. Ich habe mich nicht kurzfristig und erst sehr spät dazu entschieden, dass ich in diese Richtung gehen möchte. Ich habe viel ausprobiert.